130 Schülerinnen und Schüler von 13 Schulen aus ganz Deutschland auf dem Weg ins Finale von Klima und Co. 2013-2014. Im Veranstaltungszelt Tipi, gleich neben dem Bundeskanzleramt, werden Sie für Ihre Konzepte rund um das Thema Energiesparen ausgezeichnet. Unsere Wirtschaftslehrerin von unserem Wirtschaftskurs ist auf uns zugekommen und hat uns erzählt, dass es ein Projekt gibt, beziehungsweise einen Wettbewerb, der von BP ausgerichtet wird. Und dann sind wir in einen Prozess halt reingerutscht, wo wir angefangen haben zu brainstormen und uns gemeinsam als Klasse überlegt haben, wie wir CO2 an der Schule einsparen können. Während dem Unterricht hat uns Herr Limberger, unser Techniklehrer, angesprochen. Und dann wollten wir halt bei diesem Projekt teilhaben. Wir hatten da anfangs eine AG, die heißt Energiedetektive. Und da haben wir auch ein Spiel entworfen. Und das hieß Rettet die Eisbären. Da waren Schollen und da musste man die Eisbären ins Ziel bringen. Unsere erste Idee war Stromerzeuger. Aber wir haben ja schon eine Solaranlage, also eine Photovoltaikanlage auf unserem Dach. Und deshalb das nächstliegende bei uns im Schwarzwald, wir haben mehrere Windräder. Wieso können wir nicht auch eine kleine Windanlage bei uns aufs Dach machen? Unter anderem ist uns aufgefallen, dass die Flurbeleuchtung bei uns in der Schule 24 Stunden im Betrieb ist. Und das liegt daran, dass die zentrale Steuerungsanlage defekt ist und wir möchten das halt mit dem Geld reparieren. Im Kampf um das Klima wird ein Hausmeister auch schon mal zum Energiemeister. Hausmeister können sehr viel machen beim Energiesparen. Ja. Erstmal reden wir mit den Leuten heute. Ihr habt dort das Licht brennen, ihr habt die Fenster auf. Es sind die ganzen Heizkörper an. Wir machen normalerweise nur Stoßlüften. Mehrere Abgeordnete des Deutschen Bundestages nutzen die Chance, mit den Schuldelegationen aus ihren Wahlkreisen mal ganz in Ruhe über Klimaschutz zu sprechen. Das Wichtigste ist, wenn man etwas positiv verändern will, dann muss man Anreize schaffen. Man muss Menschen begeistern dafür, dass man sich umweltgerecht verhält. Und das kann man nicht, wenn man die ganze Zeit irgendwie mit einem Knüppel hinter jemanden steckt, sondern man muss Anreize bieten. Also ich finde, gerade junge Leute sollten möglichst schnell an den Klimaschutz herangeführt werden. Und wenn dann noch kreative Ideen geboren werden, dann ist das eine rundum tolle Sache. Die Initiative zur Teilnahme am Wettbewerb ging von Schülern und Lehrern gleichermaßen aus. Wir haben uns beschäftigt, eine Ladestation und Unterbringungsstation für E-Bikes aufzubauen. Das haben wir mit den Technikern aus der Elektroabteilung und der Chemieabteilung organisiert. Ein klein wenig stößt man ein solches Projekt natürlich im Unterricht an, aber es erfordert einfach ganz viel außerunterrichtliche Arbeit und Engagement der Schüler außerhalb der normalen Stunden, um ein solches Projekt auf die Beine zu stellen. Klima und Co. ist mit Preisgeldern von insgesamt 200.000 Euro Deutschlands höchst dotierter Klimaschutzpreis. Die Preisgelder sind zweckgebundene Spenden, mit denen die Schulen ihre Energiesparkonzepte ganz oder anteilig umsetzen. Der Wettbewerb wurde 2008 von BP Europa SE initiiert und wird vom Zeitbild Verlag durchgeführt. Gastgeber des Abends ist Michael Schmidt, Vorstandsvorsitzender von BP Europa SE. Durch das Finale führt Fernsehmoderatorin Johanna Klum. Jetzt wird es ernst. Die fünf Finalisten stellen dem Publikum und einer aufmerksamen Jury ihre Konzepte vor, mit denen sie an den Schulen Energie einsparen wollen. Die Palette reicht von Modernisierungen in der Haustechnik und an den Gebäuden über die Produktion eigener Energie bis hin zu innovativen Mobilitätsprojekten, zum Beispiel für die Schüler eines Berufskollegs, die jede Woche weite Anfahrtswege zurücklegen müssen. Jetzt zieht sich die Jury zur Beratung zurück. Unterdessen werden die 8 Sonderpreise in Höhe von jeweils 10.000 Euro vergeben. Sie gehen an Schulen in Nordrhein-Westfalen, Bremen, Hamburg, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. Außerdem wird Hausmeister Rainer Blumenstock zum Energiemeister ernannt. Höhepunkt des Tages, die Jury gibt ihre Entscheidung bekannt. Die besten 5 aus mehr als 230 deutschen Schulen, die sich diesmal am Wettbewerb Klima und Co. beteiligt haben. Jeweils 10.000 Euro für die Plätze 5 und 4 gehen an die Robert-Havemann-Schule in Berlin und an das Humboldt-Gymnasium in Solingen. Platz 3, verbunden mit einem Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro für das Hans-Schwier-Berufskolleg in Gelsenkirchen. Platz 2 und 30.000 Euro für die Umsetzung der Energiesparprojekte des Max-Planck-Gymnasiums in Saarlouis. Und schließlich der erste Platz im Wettbewerb Klima und Co. 2014, dotiert mit einem Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro für die integrierte Gesamtschule Deidesheim.
Die Jury honoriert damit ein besonders ehrgeiziges Projekt. Die Schülerinnen und Schüler wollen das Preisgeld als Basis für die Modernisierung eines alten Gebäudeteils ihrer Schule einsetzen. Doch auch alle anderen Konzepte haben Eindruck hinterlassen. Wir waren begeistert von den vielfältigen Maßnahmen, die die Schüler vorgeschlagen haben und auch von den Möglichkeiten der Umsetzung in allen Bereichen für Klimaschutz in Schulen. Klima und Co. bringt Jahr für Jahr viele gute Ideen, die zum Nachmachen und Weiterentwickeln einladen. Für uns ist der Wettbewerb Klima und Co. eine echte Erfolgsstory, weil sich seit dem ersten Mal kontinuierlich eine Erhöhung der Teilnehmerzahlen ergeben hat. Mittlerweile sind fast 700 Klassen oder Schülergruppen angetreten für diesen Preis und das sehe ich als einen Riesenerfolg an. Modernisierungen in der Heizungs- und Beleuchtungstechnik, Projekte zur Bewusstseinsbildung rund um das Thema Energiesparen, neue Formen der Mobilität und schließlich die energetische Sanierung eines ganzen Gebäudeteils. So wirkt der Wettbewerb Klima und Co. langfristig und nachhaltig. Für Energieeinsparung und Klimaschutz an deutschen Schulen.